Guten Abend, willkommen zur Zeit im Bild 2. Beim zweiten Sommergespräch trat zum zweiten Mal Beate Meindl-Reisinger an. Think Pink. Für die NEOS geht es bei der kommenden Nationalratswahl um viel. Das Sommergespräch mit der Parteichefin Beate Meindl-Reisinger analysieren live im Studio der Politologe Peter Filzmeier und die Journalistin Eva Linsinger. Schwere Turbulenzen, der Konflikt um Billiglöhne bei Billig Airlines verschärft sich. Heute gab es wieder Betriebsversammlungen. Verbissen. Nach der Hundeattacke vom Wochenende stellen sich Tierheime die Frage, wie sie mit Problemhunden umgehen können. Folge 2 der heurigen Sommergespräche. Heute war die Parteichefin der NEOS Beate Meindl-Reisinger bei Tobias Pötzelsberger zu Gast. Seit Juni letzten Jahres ist sie ja Parteichefin der zweitkleinsten Parlamentspartei, seit September auch NEOS Klubobfrau. Nun tritt sie erstmals als Spitzenkandidatin bei einer bundesweiten Wahl an und kämpft um Stimmen. Wir analysieren die diesjährigen Sommergespräche natürlich wieder hier im ZIP2-Studio. Dazu begrüße ich die Innenpolitikchefin des Nachrichtenmagazins Profil, Eva Linsinger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und wie immer natürlich den Politikwissenschaftler Peter Filzmeier. Schönen guten Abend. Herr Filzmeier, ich möchte gleich mit Ihnen beginnen. Beate Meindl-Reisinger ist das erste Mal Spitzenkandidatin bei einer bundesweiten Wahl. Nachdem sie letztes Jahr von Matthias Strolz übernommen hat, hat sie die NEOS neu positioniert. Eine inhaltliche Neupositionierung war das natürlich nicht heute. Beate Meindl-Reisinger kann ja auch schlecht Parteiprogramm und Wahlprogramm Programm sein lassen und ihr eigenes Ding verkünden und dann umsetzen. Es gab noch eine andere Gemeinsamkeit mit Matthias Strolz. Man glaubt ja unbestritten, dass sie Politikerin mit Engagement und Herz ist, die also wirklich diesen Beruf lebt. Aber ich bin ja nicht hier, um irgendwelche Nettigkeitszensuren zu verteilen. Die Schlüsselfrage ist sie wirklich ein Wahlmotiv? Bringt sie den NEOS Wählerstimmen? Und da fehlt ist ja der Datenbefund, denn bei der letzten Nationalratswahl hat sie auf der Bundesliste bei 6,4 Millionen Wahlberechtigten gerade mal mehr als 1000 Vorzugsstimmen bekommen. Ähnlich viel oder ein bisschen mehr waren es dann auch auf der Landesliste und im regionalen Wahlkreis und das ist in Summe einfach wenig. Gut, sie hat keinen Vorzugsstimmenwahlkampf wirklich geführt, aber sie war Spitzenkandidatin bei der letzten Wien-Wahl der NEOS. Da kam die Partei in den Landtag und Gemeinderat, wo wenn nicht in Wien, aber selbst unter NEOS-Wählern war sie kein dominantes Wahlmotiv. Um Stimmen zu gewinnen, muss man Themen setzen. Frau Linsinger, hat sie das geschafft? Hat sie ihre Themen gesetzt? Sie hat viel geredet, dabei manchmal aber erstaunlich wenig gesagt. Für mich überraschend, sie ist eine erfahrene Politikerin, kann auch oft sehr durch Eloquenz überzeugen. Heute waren doch erstaunlich viele Stehsätze dabei. Ein typisches Beispiel ist, da eine Antwort von ihr, die beginnt, das ist eine wesentliche Frage, mit der wir uns intensiv beschäftigen. So etwas sagt man normalerweise, wenn man nicht ganz genau weiß, was man eigentlich sagen will. Da war ein bisschen viel dabei. Und sie hat ein paar Mal angekündigt, dass die NEOS dafür bekannt sind, auch Unpopuläres klar auszusprechen. Einmal hat sie getextet, Umweltverschmutzung muss ihren Preis bekommen. Was da genau passieren soll, wie viel, um bei einem populären Beispiel der letzten Tage zu bleiben, wie viel ein Schnitzel kosten soll, wie die Menschen das Leben ändern müssen, um der Klimakrise die bewältigen zu können, da ist sie uns ein bisschen die Antworten schuldig geblieben. Die Klimakrise war ein großes Thema. Beate Meindl-Reisinger hat sich sehr grün gegeben und ihr Konzept einer CO2-Steuer vorgestellt. Und dennoch wollen die NEOS eine Wirtschaftspartei bleiben. Die Umweltverschmutzung muss einen Preis bekommen. Zwischen Umwelt und Wirtschaft ein Und setzen. Und dann setzen wir noch Bildung dazu. Das heißt, es ist eigentlich ein Angebot, das Klima Plus bedeutet, dass wir nicht nur auf ein Thema setzen. Herr Filzmeier, Umwelt und Wirtschaft, geht das zusammen? Dass die Themen inhaltlich zusammenhängen, ist klar, aber es gibt ein strategisches Themenproblem bei den NEOS. Man hat ja sehr deutlich gehört, sie würden gern über Wirtschaft sprechen, ungefragt auch noch über Bildung. Nur schon bei der EU-Wahl war es so und die letzten Daten des Eurobarometers zeigen das wieder für Österreich. Die Top-Themen in der öffentlichen Debatte der Wählerinnen und Wähler sind Umwelt einerseits, zweitens immer noch Zuwanderung, wenn auch leicht rückläufig und drittens Sozialleistungen oder Sozialpolitik. Und das ist für die NEOS schwierig. Denn beim Umweltthema 3,5 Jahrzehnte aufzuholen in 3 Monaten Wahlkampf, nachdem die Grünen sehr eng mit dem Thema verbunden waren, ist nahezu eine Mission Impossible. Beim Thema Zuwanderung, wenn die NEOS dieses Thema hochfahren würden, das tun sie deshalb auch nicht, würde es schenkelklopfende Begeisterung bei der ÖVP und bei der FPÖ geben, dass eine andere Partei diesen Job für sie erledigt. Und beim Thema soziale Frage ist es
Frau Meindl-Reisinger zweifellos das soziale Gewissen und Bewusstsein abzunehmen, aber die NEOS punkten bei Wirtschaftsfragen und nicht, dass sie diejenigen sind, die sich am allermeisten um die Alltagssorgen der Kleinverdiener kümmern. Frau Linsinger, Klima ist das ganz große Thema der Grünen. Ist es der Beate Meindl-Reisinger gelungen, sich da abzugrenzen, hier einen eigenen Schwerpunkt zu setzen? Teilweise. Die NEOS haben da ein fundiertes Konzept, das sie auch versucht hat vorzustellen. Man hatte manchmal ein bisschen den Eindruck, dass sie versucht, wie eine bessere Grüne zu wirken. Zu den eigentlichen Kernthemen der NEOS, Bildungspolitik, Wirtschaftspolitik, hat sie wenig gesagt. Lag natürlich auch dann an der Fragestellung, das wäre die eigentliche Kernkompetenz, wie Peter Filzmaier gesagt hat, da hätten sie auch einen USP gegenüber anderen Parteien beim Klimathema, das sehr populär ist, das auf einer Welle jetzt surft, das ist sie nicht wirklich so überzeugend wie die Grünen natürlich. Aber ich finde es immer toll, wenn eine Partei auch fundierte Konzepte vorlegt. Und das möchte ich anerkennen, dass sie versucht hat, das zu präsentieren, auch wenn es etwas langatmig sein kann natürlich manchmal. Wenig Freude hatte Beate Meindl-Reisinger mit der alten Regierung, mit Sebastian Kurz. Da haben wir auch noch einen O-Ton vorbereitet. Kurz hat zugelassen, dass hier Kickl sozusagen an die Schalthebel der Republik gelassen wird, der Unsicherheitsminister schlechthin. Die Neigungsgruppe Rechtsextremismus und Korruption war in der Regierung vertreten und würde offensichtlich, Kurz würde ja übrigens offensichtlich sofort so weitermachen. Also wer ÖVP wählt, der muss ja damit rechnen, dass es sofort wieder Türkis-Blau gibt. Frau Linsinger, eine klare Regierungsansage von Beate Meindl-Reisinger war das heute nicht. Sie war bei dieser Frage erstaunlich defensiv. Das hat man von den NEOS schon sehr viel klarer gehört, mit dem ganz deutlichen Bekenntnis. Wir verstehen uns als Gestaltungspartei, wir möchten gerne mitregieren. Heute war das relativ zurückhaltend. Sie hat immer wieder betont, dass zuerst die Wählerinnen und Wähler am Wort sind. Das ist schon klar. Man könnte aber trotzdem sagen, dass man regieren will und wenn ja, was man unbedingt umsetzen will. Das hat ein bisschen gefehlt. Deutlich war die Kritik an der alten türkis-blauen Regierung. Sie war sichtlich bemüht, sich von der ÖVP, wo es einen gewissen Wähleraustausch gibt, immer mit den NEOS sich abzugrenzen. Herr Professor Filzmaier, Beate Meindl-Reisinger hat betont, wie gut sie in der Opposition gefällt, aber gefällt sie so gut, dass sie gar nicht in die Regierung will? Die NEOS wollen regieren, das kann man auch anerkennen, weil sie das von Anfang an gesagt hat, auch wenn immer nur meckern in der Politik vielleicht der leichtere Weg wäre. Nur bei der Gretchenfrage, wie halte ich es mit der ÖVP und mit Sebastian Kurz als einzig denkbaren Regierungspartner, da werden die Aussagen dann schnell zum Eiertanz. Denn beispielsweise, wenn sie jetzt gerade, wir haben es im Originalton gehört, gesagt hat, da geht es um eine Neigungsgruppe Korruption und Rechtsextremismus, dann beim Misstrauensvotum, bei der Vertrauensfrage zu sagen, wir vertrauen doch, denn das ist laut Verfassung diese Vertrauensfrage. Es geht nicht darum, ob sich jemand was zu Schulden kommen lassen. Das hinkt schon ein bisschen bei der Logik. Und übrigens auch die NEOS haben ja geschlossen gegen den Misstrauensantrag gestimmt, obwohl sie sonst immer so stolz sind, dass sie keinen Clubzwang haben, also keine Fraktionsdisziplin. Wir stimmen immer entlang der Parteilinie. Also offenbar vertraut man hier Sebastian Kurz geschlossen. Dann will man wahrscheinlich im Fall des Falles auch mit ihm regieren. Wenn man mitregieren wollen würde, dann müssten die NEOS jedenfalls stärker werden. Bei der letzten Nationalratswahl hatten die NEOS nur einen Plus von 0,3 Punkten, ebenso bei der letzten EU-Wahl, auch da nur 0,3 Punkte. Sind nach dem heutigen Sommergespräch wesentlich mehr Wähler dazugekommen? Also das Sommergespräch würde man überfordern, wenn man sagt, das muss gigantische Wählerwanderungen auslösen. Aber für die NEOS stellt sich die Frage, wo sollen diese Wählerstimmen herkommen? Denn derzeit gibt es in den Umfragen zwei Parteien, die größere Verluste hätten. Das ist die FPÖ und die SPÖ. Sind aber genau jene Parteien, wo es üblicherweise kaum Wählerströme in Richtung der NEOS gibt. Im Vergleich mit den Grünen können sie nach dem schlechten Grünergebnis vom letzten Mal fast nur verlieren. Das können Gewinne von der Jetzt-Liste Bilds kaum ausgleichen. Bleibt eigentlich nur die ÖVP, gibt es bisher aber kein Indiz, dass diese in den Umfragen abstürzen würde. Und wenn, dann ist es ein Nullsummenspiel, wo sich wieder keine Regierungsmehrheit ausgeht. Denn wenn man der ÖVP viele Stimmen wegnimmt, hat man in Summe für eine Regierungsmehrheit genau null gewonnen. Ein ganz großes Thema dieses Wahlkampfes sind ja die Parteifinanzen. Da hat eine Spende für Aufsehen gesorgt, nämlich von Hans-Peter Haselstein, ein langjähriger Förderer der NEOS. Der hat ihnen kurz bevor das Verbot in Kraft getreten ist, noch 300.000 Euro überwiesen. Da braucht es eine anständige Politik, die sagt, okay, volle Transparenz. Wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, dass der Herr Haselsteiner oder die Frau Müller NEOS spendet, deshalb wähle ich sie nicht, okay, fair enough, wir legen es trotzdem offen.
Frau Linsinger, konnte sie diese Einzelspende rechtfertigen? Die Einzelspende der Frau Müller, die Frau Meindl-Reisinger da zitiert hat, ist ja nicht das Problem, sondern... Die wird auch nicht 300.000 Euro gespendet haben, mutmaßlich nicht. Wenn, dann würden es die Neos wohl offenlegen, wie sie versprochen haben, dass der Herr Haselsteiner just einen Tag, bevor es nicht mehr ging, diese große Summe überwiesen hat, hat schon ein gewisses Geschmäckle. Meindl-Reisinger hat sich sehr bemüht, das zu rechtfertigen, und das ist für sie ein entscheidender Punkt. Abgrenzung von der ÖVP, von Sebastian Kurz, ist für die Neos mitentscheidend, ob sie ein passables, ein gutes oder gar ein sehr gutes Wahlergebnis haben. Daher ist Drängen auf Transparenz, diese Botschaft, wir gehen anders, wir gehen sauber mit Parteispenden um. Bei uns wird irgendwie nichts verheimlicht, bei uns wird nicht ziehzahlweise etwas zugegeben, für die Neos ganz entscheidend. Und das, finde ich, hat sie souverän gemacht. Sie war natürlich logischerweise auch darauf vorbereitet. Diese Haselsteiner Causa ist nicht zum ersten Mal aufgedacht und das könnte schon noch zu einer gewissen Achillesferse werden. Mit dem ehemaligen Kurierherausgeber Helmut Brandstätter haben die Neos einen Quereinsteiger präsentiert, aber kann die Partei damit überhaupt neue Wählerschichten ansprechen? Kaum. Der Herr Brandstätter, alle Journalisten, vielleicht auch Sie, müssen jetzt ganz tapfer sein, denn es gibt exakt keinen Datenbefund, der jemals nachgewiesen hat, dass ein Quereinsteiger aus den Medien in die Politik wirklich Stimmen gebracht hätte, obwohl da immer schon prominente Journalisten dabei waren. Und auch im Vergleich mit Irmgard Gries muss Helmut Brandstätter aufpassen, denn das war eine Präsidentschaftskandidatin mit 800.000 Stimmen aus dem ersten Präsidentschaftswahlgang im Rucksack, und dass Helmut Brandstätter es als Listenzweiter nur annähernd gleich viele Menschen anspricht, glaubt er vielleicht zwar selber, aber ansonsten nicht allzu viele. Eva Linsinger und ich werden es überleben, wir haben nicht vor, in die Politik zu gehen, aber haben Sie da heute was Neues erfahren in dem Sommergespräch? Ein bisschen etwas. Erstens haben wir erlebt, dass die Sommergespräche auch live während Regen übersiedeln können. Zweitens war eine Kleinigkeit, wir wissen jetzt, Beate Meindl-Reisinger hat einmal gekifft, sie hat gesagt, das war zu lange her, das wollte sie wohl nicht sagen, sondern eher, es war sehr lange her. Was ich inhaltlich auffällig fand, vor einigen Tagen hat sie mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt, und zwar hat sie gesagt, wir wollen nicht, dass wir von kinderlosen Karrieristen regiert werden. Das war ein sehr umstrittener Sager. Heute war auffällig, sie hat mehrmals betont, dass sie drei Kinder hat. Sie hat auch den Herrn Brandstätter, den Peter Vilsmeier vorher erwähnt hat, unter anderem vorgestellt als Vater. Also diese Betonung war etwas Auffälliges, was wohl auch eine insinuierte Botschaft mit dahinter verborgen ist, dass sie eben keine kinderlose Karrieristin ist, wie, um Sie noch einmal zu zitieren, dieses Zitat, das dafür so viel Aufregung gesorgt hat. Herr Professor Vilsmeier, die Neos wollen wachsen, wollen größer werden von den 5,3%. Ist ihr das heute gelungen? Naja, wachsen heißt ja auch, dass sie regierungsfähig werden, und da müsste das Ergebnis in Richtung 10% gehen, und jetzt muss ich ein Geheimnis verraten, das eigentlich keines ist. Tobias Bötzelsberger hat nicht nur auch Politikwissenschaft studiert, sondern wir kennen uns und wertschätzen uns natürlich, und wir haben uns ein kleines Rechenspiel ausgemacht. Wir addieren einfach nach jedem Sommergespräch die Wahlerwartungen der einzelnen Parteien, und da gibt es nur ein klitzekleines Problem. Die Liste jetzt kommt nach eigenen Bekunden ganz sicher in den Nationalrat, also sagen wir bis zu 5% der Stimmen. Die Grünen, die ja nicht bei den Sommergesprächen dabei sind, sind weitere 10%. Die Neos müssten nun auch 10% bekommen. Ja, dann haben wir aber schon 25% für Parteien, die beim letzten Mal irgendwo unter 15% gelandet sind. Also wenn das so weitergeht, befürchte ich, landen wir am Ende bei einem Wahlergebnis von 105-115%. Das wird allerdings vor dem Verfassungsgerichtshof nicht ganz halten. Bei 100% ist garantiert Schluss. Herr Vilsmeier, Frau Linsinger, vielen Dank für den Besuch im Studio.